Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 16. Januar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Gegenüber von Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens und die chinesischen Astrologen sagen, das ist der rote Vogel und wird vom Planet Mars beherrscht. Und diesem Palast des Südens bewegt sich gerade unserem Planet Erde. Im westlichen Astrologie sagt man, unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs. Und heute und morgen haben wir ein großartiges Ereignis im Himmel. Tausende von Himmelsobjekten strömen durch den Tierkreiszeichen Krebs. Und das ist von uns sichtbar und das sind die Meteoren, Sternschnuppen und das ist sichtbar im heutigen Himmel und auch morgen können wir das beobachten. Diese Meteoren, wenn das auf dem Erde fällt, werden Meteoriten genannt. Das Wort Meteorit kommt von Altgriechisch und bedeutet luftschwebende Himmelsobjekte und das, was wir heute beobachten können. Und diese Meteoren kommen von Richtung Bärenhüter, von diesem Sternbild. Und dieser Bärenhüter bewacht und beschützt die große Bär und der kleine Bär. Mond bewegt sich auch in Tierkreiszeichen Steinbock. Und die chinesischen Astrologen sagen, das ist die Himmelskaiserin. Und die Himmelskaiserin bewegt sich jetzt auch im Palast des Nordens, hat die Mitte verlassen und ist aktiv. Und das spüren wir energetisch. Mond hat einen Einfluss von Deneb und nähert sich zu Terebellum. Deneb. Interessant ist diesem Stern. Der Deneb befindet sich im Sternbild Schwan. Das ist die Hauptstern von diesem Sternbild. Planet Mars neigt auch die Achse, so wie die Erdachse zeigt im Nordpol. So hat die Planet Mars auch eine Abneigung und die Planetachse Mars zeigt genau in diesem Stern Deneb. Es gibt eine wunderschöne Liebesgeschichte in der chinesischen Mythologie und es wird auch bei der japanischen Kultur. Es gab einen Hirtenjunge. Seine Eltern sind gestorben und die Schwägerin hat vertrieben und wanderte ganz alleine und wurde Hirte. Also der Hirtenjunge ohne Eltern, ohne ein Heim. Und es gab eine Fee im Himmel und diese Fee verliebte an diesem Hirtenjunge und kam auf die Erde. Und die beiden haben sich verliebt. Der Hirtenjunge und die Weberin, weil diese Fee wurde auf der Erde als Weberin. Diese beiden sind Sterne. Der Hirtenjunge ist nichts anderes wie Altair, ein Stern im Sternbild Adler. Und die Weberin ist nichts anderes wie Vega, der Stern Vega, im Sternbild Lyra.
Und diesen beiden Sternen und diesen beiden Sternbildern liegen gegenüber. Das heißt, Alter Ehe und Vega, diese beiden Sternen, diese beiden Liebenden, liegen im Himmel gegenüber. Auch die Sternbild Lira, wo Vega befindet, und dem Sternbild Adler, wo Altair befindet, die beiden Sternbilder liegen gegenüber. Und die beiden Sternbilder werden getrennt von der Milchstraße, was die chinesischen Astrologen oder Astronomen als der gelbe Fluss betrachtet haben. Also die Milchstraße trennt die beiden. Und die Mitte befindet sich ein Sternbild, und dieses Sternbild heißt Schwan, und die Hauptstern von diesem Sternbild Schwan ist dieser Stern Deneb, wo die heutige Mondbewegung beeinflusst. Nun, die beiden Liebenden haben glücklich gelebt auf die Erde, bis dann der Himmelskaiser das entdeckt hat und sagte zu seiner Frau, zu der Himmelskaiserin: Schau mal her, unsere Fee ist nicht mehr im Himmel, lebt auf die Erde bei den Menschen, was machen wir nun? Und die Himmelskaiserin sagte: Na, dann holen wir wieder zurück im Himmel. Und so passierte auch, dass die beiden getrennt waren. Im Himmel trennt die beiden Sternbilder die Milchstraße. Dann Deneb kam zu der großartigen Idee und dachte: Ich führe die beiden Liebenden wieder zusammen, also ich baue mal eine Brücke in diesem Fluss, in dieser Milchstraße aus Schwanen. Und die beiden Liebenden dürfen in dieser Brücke einmal im Jahr treffen, und es ist immer der siebte Tag im siebten Mondmonat, und das wird im Chinesischen und auch im Japan gefeiert als der Tag der Liebe. Und das ist die Geschichte dazu. Und Deneb ist dieser Stern, wo die beiden geholfen hat und die Brücke gebaut hat zwischen den beiden. Und dieser Stern bestrahlt heute unsere Mondbewegung. Und Mond hat eine Eigenschaft, saugt alles auf, nimmt auf und leitet uns weiter und damit beeinflusst unseren heutigen Tag. Das heißt Kontakte oder eine Brücke bauen zu jemand, etwas zusammenfügen. Und kurz darauf, weil die Mond bewegt sich ziemlich schnell und verlässt diese Position und erreicht Terebellum. Terebellum ist weder Stern noch Sternbild, sondern Terebellum ist ein Figur, ein Viereck. Und Claudius Ptolemäus, etwa 100, 120 nach Christi Geburt, bestimmte diese Figur und sagte: Das ist die Struktur, das wird etwas aufgebaut, das bekommt etwas Form und das hat Stabilität, und all das wirkt im Bereich Tierkreiszeichen Steinbock, also hat auch einen Einfluss auf unseren heutigen Tag. Eine Struktur, etwas bauen wir auf, das hat Hand und Fuß, aber wir bauen eine Brücke auf etwas oder wir vermitteln etwas. Das erzählen die Sterne in dem heutigen Tag. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen brauchen immer mehr Rückzug. Und morgen ist Neumond, das eignet sich dazu, nach innen schauen, weil das ist immer ein Hinweis, das inneren Licht zu suchen und auch finden. Und diese Neigung, dieser Bedürfnis nach Ruhe, nach Zurückgezogenheit haben gerade die Steinbockgeborenen. Aber achtsam sein, weil hier haben die Steinbockgeborenen auch Lernaufgabe. Erstes Mal auf die Gespräche achten, was passiert so hinter den geschlossenen Türen oder was für Gespräche laufen hinter dem Rücken, das wirkt immer noch. Und auch die Saturn-Einfluss, was ein langjährige, also 2 Jahre dauert es etwa, dieser Prozess bei den Steinbockgeborenen, die Lernaufgabe.
und etwas in Form zu bringen, etwas ernst zu nehmen. Dazu kommt die Lilith-Energie, die Wünsche, die Sehnsüchte in Form zu bringen. Aber bei Lilith-Energie neigen wir dazu, das Aufgeben, davonlaufen, das Nicht-Zutrauen. Und Lilith hat auch einen Einfluss, gerade von Einstein Fassies. Und das bedeutet, etwas in Gestalt zu bringen, aber etwas ist undurchschaubar noch. Und das sind die Wünsche. Also es ist schwierig, das zu formulieren, ganz genau beschreiben, was man wünscht und was man erreichen möchte. Und da besteht die Lernaufgabe, gerade bei den Steinbockgeborenen, das genau definieren, ansprechen, was sie gerade erreichen möchten, was für Träume, was für Wünsche haben und das auch mal ernst nehmen. Was wichtig ist bei den Steinbockgeborenen, ist die Liebe, Partnerschaft, aber auch das Selbst, das Auftreten, die Ausstrahlung ist genauso wichtig und das im Gleichgewicht zu bringen. Die Tierkreis zeichnen Wassermanngeborenen ist ein Aufstieg und die Selbstdarstellung. Sie fühlen sich aber momentan noch beengt und suchen einen Ausweg, suchen gerade die Möglichkeiten. Und in den kommenden Tagen kommt auch etwas in Bewegung und dann können sie endlich mal aufatmen. Das kommt aber nach Neumond, wenn die zunehmende Mondphase beginnt, wie immer nach Neumond. Position. Die Tierkreis zeichnen Fischen geboren, werden in die nächste Zeit wahrgenommen, haben auch Glück und sie werden auch etwas in Gestalt, etwas in Form zu bringen und sie möchten Sicherheit, Stabilität, auch im Finanzen, auch im Beruflichen, aber auch in der Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht erwartet gerade die Fischen geborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben Einschränkungen in vielen Hinsicht, eine unangenehme Nachricht oder sie fühlen sich nicht verstanden oder keiner hört zu. Also da sind die Einschränkungen, die Gefühle sind auch ein bisschen durcheinander, Unsicherheit, Zweifel, suchen sie Möglichkeiten, Chancen, sie wissen nicht, welche Richtung sollen sie momentan orientieren. Das verbessert sich dann, wenn Neumond vorbei ist. Bis dahin brauchen die Wiedergeborenen die inneren Kraft und die Ruhe und erst dann starten, wenn die Neumond vorbei ist, dann kommt auch mehr Leichtigkeit, auch mehr Bewegung. Die Finanzen werden auch wichtig sein in die nächste Zeit, auch die Finanzen in Ordnung zu bringen, aber auch die Werte wie Selbstwertgefühl, all das ist ein wichtiges Thema gerade. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben Veränderungen, kleinere Veränderungen oder eine kleine Reise, ein Besuch, kann auch etwas sein in Familie, eine Einladung oder ein Familienfest, etwas in Bewegung, in vertrauter Umgebung. Bei vielen Stiergeborenen bedeutet diese Energie auch eine Schulung oder eine Ausbildung oder eine Prüfung. Aber sie bringen etwas in Form und sie haben jetzt gerade Glück, dass im Ordnung zu bringen, eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten und die liebe Partnerschaft kommt auch Stabilität. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben tolle Ideen. Sie spüren auch diese schöpferische Kraft und das können sie auch umsetzen. Aber es ist alles zu viel momentan. Und sie kommen aus dem Gleichgewicht oder sind sie unsicher. Sie brauchen zurzeit Ruhe, Zurückgezogenheit und auch mal das eigene Zuhause genießen. Und dann spüren sie wieder die Kraft und kommen auch die Ideen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, die Ordnung in beruflichen Umgebung. Sie haben das Gefühl, es war alles zu viel. Oder sie fühlen sie sich ausgenützt. Sie sind etwas unzufrieden im beruflichen Umfeld und sie haben das Bedürfnis, das in Ordnung zu bringen. Gesundheit. Eine Heilung spielt gerade auch eine große Rolle. Aber was wichtig ist, etwas spiegelt das Leben für die Krebsgeborenen. Die Gespräche sind wichtig, aber nicht nur warten, bis die andere was sagt, sondern zuhören. Oder nachfragen oder auf anderen zuzugehen. Und die Liebe, Partnerschaft ist auch wichtig. Da auch
in die Richtung schauen, auf anderen Zug, Gefühlen zeigen oder die Kontakte pflegen. So ähnlich wie diese Liebesgeschichte beschreibt, was ich erzählt habe von der chinesischen Mythologie, eine Brücke bauen zu jemandem. Das passt genau zu dem Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwen geboren haben karmischen Themen. Und das sind die karmischen Neuaufgaben. Etwas lernen, aneignen, etwas Neues wagen. Natürlich macht das die Löwengeborenen etwas unsicher, etwas starten, wo sie sich nicht auskennen. Aber sie werden das auch bewältigen, die inneren Zweifel überwinden. Viele Löwengeborenen erleben das in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren haben gerade Glück. Sie bringen ihren Leben in Ordnung. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Ein wichtiger Termin. Sie bringen die Finanzen in Ordnung. Die ämtlichen Sachen bringen in Ordnung. Und in die Liebe, Partnerschaft haben auch Glück, weil da kommt auch mehr Stabilität. Die Tierkreiszeichen Wagen geboren fühlen sie sich eingeschränkt. Die Gespräche können unangenehm sein. Oder die Wagengeborenen haben das Gefühl, dass niemand versteht oder keiner hört zu. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und das kommt noch nicht. Also es sind Einschränkungen da. Und erst nach dem Neumond, wenn die zunehmende Mondphase beginnt, dann spüren sie die Wagengeborenen wieder die Kraft. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen haben eine gute Energie. Es kann sein, dass das viel Kraft kostet oder wird etwas übertrieben, aber die Chancen, Möglichkeiten und das Glück steht in die Seite der Skorpion geborenen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Beruflicher Aufstieg in die Liebe, Partnerschaft haben sie auch Glück. Und eine Reise kann auch eine Bedeutung sein oder ein Besuch von Ausland. Und die Schützengeborenen ist auch ein Aufstieg und endlich können die Schützengeborenen das Leben genießen, weil das kommt alles in Form. Es sind noch Unklarheiten da oder braucht man Orientierung, aber langsam kommt die Stabilität und in den kommenden Tagen wird auch mal Leichtigkeit da sein. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.